Recht herzlich willkommen zur vierten Folge von Cities Skylines. Ja, sind wir drin in unserem Spiel, ne? Letztes Mal haben wir halt noch Wohnhäuser gemacht, Viertel benannt. Wir haben hier, glaube ich, noch das Windrad gebaut, damit es vorangeht. Ich nehme mal die Pause gerade raus, sehe ich. Und ja, wir sind jetzt eigentlich weiter dran, um noch mehr zu machen, oder? Denn wir müssen natürlich auf der anderen Seite aufpassen, dass wir hier nicht zu viele Ausgaben haben. Die sehen wir hier unten, ja? Warum waren es jetzt gerade 1700 und mehr Kontostand? Kontostand? Ach, da sind die Ausgaben und die sind gerade eben 1,4 gewesen und sind jetzt 1,7. Das finde ich jetzt nicht so gut. Das heißt, wir müssen mal effektiver werden hier, oder wie sehe ich das? Da stehen schon ganz viele Autos, die da parken. Was ist gefordert? Es ist mehr Wohnraum gefordert. Ach so, da wollten wir vielleicht eher eine Straße noch hinmachen, glaube ich, ne? Kann das sein? Kraftwerk, die neuen Stromzähler ermutigen Bürger zu Strom sparen. Das schlägt sich fast sofort zu Buche. Okay. Ja, super, das mit den Plastikjacken, das interessiert wirklich keinen. Und das ist mit dem Stromzählern, das ist ja okay. Gut, müssen wir gerade mal weiter gucken. Wir waren jetzt hier unten aber und wollten eine Straße bauen. Und zwar hier würde ich die gerne bauen. Ich denke mal, hier ist schon ganz gut so. Und dann können wir da noch was reinbauen. Ich glaube, wir machen es mal bis dahin. Und hier können wir natürlich nach hier auch noch ein Stück bauen, ne? Da würden wir ein Haus abreißen wahrscheinlich. Dann machen wir das nur bis dorthin. Hier sieht es gerade nach Abwasserproblemen aus. Kann das sein? Komme ich denn hier in die normale Ansicht? Na, okay, das ist erstmal nicht entscheidend. Lass uns mal gerade gucken, dass wir hier den Wohnraum bebauen. Und da fehlt es natürlich jetzt auch noch an Wasser und Strom. Wahrscheinlich Strom nicht, aber auf jeden Fall an Wasser. Ja, ich glaube, wir machen das mal hier lang. Ach so, die Wasserleitungen sind bis dahin. Ja, dann machen wir das nicht so. Dann würde ich sagen, reicht es, wenn wir das vielleicht bis dahin ziehen. Das spart uns ja auch Baukosten, ne? So, jetzt ist Wasser bis dahin. Ja, das hatten wir doch schon, oder? Gut, Wasserleitung ist gesetzt. Wie sieht's aus? 100% verfügbar, das ist doch schön, oder? Wir haben so viel. Wir hatten noch eine zweite Pumpe gebaut. Die hätten wir gar nicht bauen brauchen, wahrscheinlich dann, oder? Eine hätte gereicht. Was hat hier gerade der Vogel gesagt? Und die Polizei haben wir doch auch noch gar nicht. Oder haben wir die Polizei schon? Ich glaube, die haben wir noch gar nicht. Gut, Wasser ist überhaupt kein Problem, sehe ich gerade. Und wie sieht es mit dem Strom aus? Stromverbrauch 20 Megawatt und Stromerzeugung 18 Megawatt. Oh, das hört sich gerade ganz schlecht an. Stellt sich jetzt die Frage. Was kostet so ein Ding? Unterhalt 80 Euro, das ist nicht viel. Kostet 6.000, wir haben 17.000. Kommen einfach hin und gut ist. Jetzt kommen wir da wieder in einen besseren Bereich. Fortschritte Windturbine, okay. Haben wir jetzt gerade nicht so. Der Kommerz möchte noch wachsen. Ja. Kommerz war ja hier, da können wir vielleicht in diese Richtung noch was tun oder in die. Machen wir mal hier hin, denke ich mal.
Und vielleicht hier auch noch, oder? Ja, machen wir da auch noch hin. Wie ist es mit der Versorgung hier? Wasser ist versorgt, gut. Strom kommt von alleine. Durch die Nachbarhäuser, ne? So, dann ist noch Industrie verlangt wohl. Das wäre hier hinten. Tja, das wäre hier, aber es sieht auch schon relativ komisch hier aus, ne? Mit diesem Randgebiet hier. Und das ist ja auch nicht so schön. Stellt sich jetzt so ein bisschen die Frage, ob das gut ist, hier einfach so weiterzubauen. Aber was soll man tun? Ja, das kommt ständig und ewig. Grüne Energie haben wir auch schon drüber gesprochen, ne? Was sagt denn unser Berater? Ja, das ist ja jetzt irgendwie nichts Neues für mich, ne? So, da können wir umstellen. Stadtviertel haben wir auch schon gemacht. Achso, wir hatten hier ein Stadtviertel, was Holzwirtschaft hier irgendwie war oder sowas, ne? Das ist die Forstindustrie. Aber wir haben da nichts, was wir da hinbauen können, ne? Wo ist denn Brand, bitteschön? Ach, da. Haben wir keine Feuerwehr? Tja. Ist die Frage, ob das sich noch ausweitet oder nicht. Also hierhin denke ich mal eher nicht. Höchstens noch zu diesen zwei Gebäuden. Aber wir hatten eine Feuerwehr sogar, oder wie sehe ich das? Das war jetzt gerade ein Krankenwagen, ne, oder? Und das ist ein Wurstwagen, auch interessant. Ein Hotdogwagen war das. Ja, Feuerwehr, gute Frage. Haben wir nicht. Unterhaltskosten der Feuerwehr sind wahrscheinlich auch relativ teuer, ne? Und wir haben 1400 und noch was wöchentliche Kosten. Da können wir uns nicht noch eine Feuerwehr leisten. Das geht gerade mal nicht so. Was haben wir denn? Meilensteine? Nee. Der Berater. Ja, das wissen wir, dass es in unserer Stadt zu Bränden kommen kann. Für dieses Bauprojekt benötigen wir mehr Geld, ja. Ja, da haben wir schon gehabt. Zweispurige Kiesstraße. Ist jetzt die Frage, ob man die hierhin machen sollte in so einem Wohnviertel, ne? Wir könnten ja hier weiter reinziehen und dann, ne? Auf der anderen Seite hatten wir hier ja auch sag schon, die Möglichkeit da in den Wald die Forstwirtschaft aufzubauen. Ich baue das da einfach mal hin. Oh, die finden das nicht so gut, so eine blöde Straße da zu haben. Oh, winzige Kleinstadt. 1500 haben wir wohl. Es gibt neue Dekorationen. Okay, einzigartige Gebäude, Stufe 2 haben wir. Wir können jetzt ein Haustierverbot durchsetzen, ein Raucherverbot und Parks- und Freizeitmöglichkeiten. Neue Gebäude ist die Oberschule. Einzigartige Gebäude sind diese hier, Stufe 2, aber irgendwie sind da überall Schlösser dran. Heißt das, die sind nicht freigeschaltet? Ja, da müssen wir wahrscheinlich noch andere Bedingungen erfüllen. Sieht ganz danach aus, ne? Und hier haben wir schon welche. Statue der Industrie, aber die möchte ich auch gar nicht haben. Okay, und was sind die Errungenschaften? Ach so, okay, Cityplaner. Haben wir schon irgendwas erreicht. Gut, wunderbar. So, diesen Weg haben wir gerade gebaut.
Hier ist unser Sterling Hills Park oder wie man das auch immer nennen möchte. Oh, ein Gebäude ist abgebrannt. Aha, Retina-Scans hört sich gut an, ne? Ah, warum geht das Fenster jetzt zu, wenn ich das lese? Ja, wer. Wow, unser Zuhause entwickelt sich schnell zu einer richtigen Stadt. Ja, das war bestimmt gerade eben, das ist auch klar. Hier ist jetzt das Häuslein abgebrannt. Kann ich das noch sehen? Ja, aber. Abgebrannt. Tja. Ja, da gibt's keine Informationen zu, wenn was abbrennt, ne? Was soll man damit machen? Können wir das irgendwie löschen? Den Bulldozer nehmen vielleicht? Oh, hat geklappt. Und dann können wir was Neues hinbauen, gehe ich mal von aus. Industrie geht weiter. Wie sieht's denn hier aus? 1500. Ja, wir haben viel zu viele Ausgaben, ne? Fressen uns jetzt selber hier die Kosten weg. Wie sieht's denn hier aus mit Strom ist gut und Wasser geht da auch lang. Das heißt, wir müssten hier. Nee. Wohngebiete wollen wir bauen. Vielleicht noch weitere Wohngebiete machen. Machen wir da auch noch. Da auch noch. Und da auch noch. Obwohl hier gibt's keine Wasserleitung, glaube, ne? Ja, nee. Das heißt, wir machen das mal wieder schnell weg. Und hier würde ich gerne auch noch was wegmachen, einfach aus dem Grunde, weil wir da ja Straßen reinziehen wollen, ne? Das machen wir mal weg, weil. Nee, das ist verkehrt. Vier Felder sind es ungefähr, wo die Straße dann da reingeht. Na, jetzt müssen wir es so lassen wohl. Einfach da auch welche. Und da auch welche weg, dann können wir da Straßen durchziehen, ne? Da ziehen wohl gerade welche ein, oder? Was heißt das hier? Keine Stufenaufstiege verfügbar. Was macht denn die Schule? Kleiner Einzugsbereich. 300 Leute, fast alle da. Voll ausgelastet. Gebäude können wir da verschieben, Budgetfenster aufrufen. Oh, das ist ja auch interessant, ne? Ach so, hier können wir auch Einsparungen dann machen. Von diesen 1600, oder wie sehe ich das? Ja, ich glaube, wir werden hier unten mal gerade gucken. Wir haben da ja ein zweites gebaut. Warum ist hier schon wieder ein Haus abgebrannt? Oh, das mit der Feuerwehr wird wohl ernst, wa? Wieso ist hier kein Strom? Oh, die brauchen immer mehr Strom, das ist nicht gut. Mach mal aus hier. Das können wir abreißen, denke ich mal, oder? Wie kann man es aus? An, aus. Das ist jetzt aus. Nur die Frage, ob das hier weniger wird, ne? Ja, wir haben zwei Stufen, aber da ist noch nichts drin. Tja, okay. Einzigartige Gebäude. Kennen wir schon. Können wir aber nicht machen, weil die noch nicht da sind. Ah, hier sind jetzt die Parks, Dekorationen oder sowas.
Nein, ich vergesse nicht, dass wir neue freigeschaltete Gebäude haben. Die Feuerwehr ist klar. Die wird ja auch schon erfragt. So, unser Zwitschervogel hier, was sagt er? Stromnetze. Was ist das jetzt für ein Problem? Mehrere Probleme. Ah, das gebrauchte Wasser fließt nicht so schnell ab, wie es sollte. Ja, gut, da müssen wir uns wohl drum kümmern. Sieht auch gerade ganz schlecht aus. Weil das hat hier keinen Strom, alles klar. Wir haben ein Stromproblem, definitiv. Machen wir den Piepvogel zu, definitiv. Gucken wir mal, dass wir hier hinten irgendwo noch ein weiteres Windrad aufbauen. Okay, das ist alles Kasperei hier. Und dann sind wir schon durch. Gut, okay, Strom hat sich erledigt. Das wird jetzt auch mit den anderen Symbolen hier immer besser. So, jetzt brauchen wir auch noch eine Polizei. Wie wir das uns alles leisten können, weiß ich nicht. Das müssen wir dann halt weiter mal schauen. Aber ich sag mal erst, für diese Folge soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.